Ja, hallo und herzlich willkommen zum traditionellen Freitags-Zoom-Talk hier bei Aktienlust TV. Ja, wir haben uns heute alle nochmal zu viert versammelt, denn wir müssen euch was sagen. Man sieht schon an den Farben unserer Kleidung, alle in Schwarz. Jürgen, sag du es, ich bekomme es nicht übers Herz. Ja gut, wir haben uns ja mal Ziele gesetzt, wo wir losgelegt haben mit der Aktienlust. Und eigentlich haben wir gesagt, 25.000 Abonnenten, das wäre eine schöne Zielmarke, wenn wir die erreichen. Und ich meine, man muss gehen, wenn es am schönsten ist. Ja, viele verpassen das. Sieh, Thomas Gottschalk, ja, hat zu lange durchgehalten, jetzt verzweifeltes Comeback bei Wetten, dass. Und wir wollen weiterziehen, wenn es am schönsten ist, ja. Und ich meine, man muss uns ja nicht gänzlich irgendwie dann vermissen. Mick und ich sind ja jetzt seit Neuestem bei Bild tätig, ja, also heute auch wieder mit einer aktuellen Kolumne. Der Jens hat sich sogar extra gekauft, ja, da geht es wirklich um. Jens, wie ist die Überschrift? Lies mal vor. Wir schuften und schuften, aber wir werden immer ärmer. Und das können Sie tun, wie Sie jetzt Ihr Geld vermehren. Heute in der Bild-Zeitung. Jetzt noch Genau. kaufen, morgen lesen, Und nur morgen natürlich alle, aktiv die sein. Bild Plus haben online, die können unseren Artikel natürlich auch lesen. Und dort, Mick, werden wir natürlich auch in Zukunft weiter, ja, Lust auf Aktien machen. Ja, natürlich. Ich meine, das war jetzt eine tolle Zeit. Das war eine schöne Zeit. Wir haben die Aktienlust ordentlich aufgebaut. Wir haben 25.000 feste Abonnenten begeistern können. Wir haben unsere Börsenshow immer am Donnerstag gehabt. Wir haben viel für unsere Aktionäre, für unsere Clubmitglieder ja auch getan. Jeden Freitag den Dreier- und den Vierer-Zoom. Wer macht das denn sonst schon aus dem Markt heraus? Aber irgendwann ist auch mal unsere Kapazität erschöpft und wir haben gesagt, okay, bevor wir uns hier wirklich tatsächlich dann zu lange aufhalten, gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und da kam uns natürlich die Bild-Zeitung mehr als nur gerufen, muss man ja sagen. Und dementsprechend werden wir jetzt natürlich unseren Fokus zuerst mal darauf richten und dann mal schauen, welche neuen Projekte tatsächlich anstehen. Du hast vollkommen recht, man sollte es nicht bis zum Endeffekt ziehen, dann zieht es sich wie Kaugummi. Das möchten wir nicht. Nein, wir haben unser Ziel erreicht und ich glaube, unsere Gemeinschaft, gerade mit unseren Zuschauern, unseren Anlegern und vor allen Dingen unseren Clubmitgliedern, ist gut, aber wie gesagt, jetzt muss dann auch mal ein Schlussstrich gezogen werden. Ja, und ich darf ja auch die, die Nicole vermissen, wir tun alles dafür und es sieht gar nicht so Ja. schlecht aus, dass auch sie in der Bild ihre Kolumne kriegt. Ja, also wirklich da fleißig am Kiosk gucken und schauen und wahrscheinlich wird man da auch unsere Nicole dann wiedersehen. Aber heute, ja, beim Jens, okay, müssen wir noch gucken, wo der bleibt, aber da mache ich mir auch keine Sorgen. Und aber heute wollen wir noch mal ernsthaft und auch in unserer gewöhnten Fröhlichkeit, ja, die Fragen der Woche beantworten zum letzten Mal hier in dieser illustren Runde. Also Nicole, was liegt an? Was war irgendwo diese Woche spannend? Ja, ich würde sagen, Mick, dann blicken wir noch ein letztes Mal auf die Märkte, wir zwei. Ja, das erste Quartal 2022 liegt da jetzt hinter uns. 9,3% hat der DAX seit Jahresbeginn verloren. Wie bewertest du denn rückwirkend das Quartal und vor allem, wie könnte es jetzt weitergehen? Belastende Themen sind ja weiterhin die hohe Inflationsrate und der Ukraine-Krieg. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich meine, das erste Quartal war natürlich schon geprägt vom Thema Inflation, aber spätestens dann seit dem 24. Februar, wo ja Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hatten wir natürlich nur noch ein Thema und das war der Krieg auf ukrainischem Boden. Der hält uns natürlich momentan ganz klar auch noch an der Börse in Beschäftigung, muss man ganz klar sagen. Wir sehen die Volatilitäten. Diese Woche hatten wir ein leichtes, schönes Erholungshoch bis auf 14.925 Punkte. Danach allerdings wieder Abgabe. Jetzt liegen wir in etwa wieder 500 Punkte drunter. Ich meine, okay, wir werden ein kleines Plus einfahren. Aber das ist natürlich gerade in dieser Situation geschuldet, diese Unruhe, diese Unsicherheit, diese Volatilität, die bestimmt natürlich den Markt. Dazu haben wir natürlich das große Thema Inflation, Inflationsrate für März ausgerechnet, sie in etwa 7,5%. Aber da habe ich auch schon ganz andere Zahlen gehört. Teuerungsrate diese Woche in Nordrhein-Westfalen 7,8%, Hessen sogar 8%. Das heißt, wir steuern dann doch eher auf eine Inflation.
Inflation von 10% zu. Die macht natürlich den Menschen zu schaffen und vor allen Dingen nicht nur an der Zapfsäule, sondern mittlerweile natürlich auch im Einzelhandel. Wenn wir in die Supermärkte reingehen, wir hören es mittlerweile relativ deutlich. Aldi hebt jetzt zum dritten Mal seine Preise bei den Lebensmitteln an. Also das alles natürlich die Themen, die uns vor allen Dingen im Portemonnaie selber betreffen. Und dazu haben wir natürlich noch die Befürchtung, dass die Experten sagen, ja, die Folgen des Krieges in der Ukraine, das sind natürlich zentrale Faktoren momentan für die Märkte. Und vor allen Dingen, das belastet natürlich auch ganz klar die Stimmung. Wir wissen jetzt nicht, wie es beim Öl, beim Gas weitergeht, wo halt eben Putin gesagt hat, er lässt sich jetzt nur noch in Rubel respektive in Bitcoin bezahlen. Das können die westlichen Staaten, das dürfen die westlichen Staaten allerdings nicht, so wie Deutschland, weil wenn man das tun würde, würde man klar gegen die allgemeinen Embargo-Regeln verstoßen. Das heißt, da muss man sich entweder was einfallen lassen oder wir bezahlen ganz einfach nicht, dann müssen wir auch mit der Konsequenz rechnen, dass es keine Energie, kein Gas, kein Öl mehr gibt aus der Ukraine und aus Russland. Und vor allen Dingen haben wir dann natürlich nicht nur das persönliche Problem, dass wir zu Hause natürlich ganz klar frieren, dass es dementsprechend in der Energie teurer wird, sondern dass natürlich auch die Unternehmen darunter leiden würden. Also das sind natürlich alles die Themen, die momentan gefahren werden. Der DAX versucht zwischendurch immer, sich mal so ein bisschen zu erholen. Die Amerikaner sind ein bisschen kräftiger, ein bisschen stärker. Liegt natürlich auch daran, dass sie weiter vom Kriegsgeschehen entfernt sind. Aber die Gemengelage, um es klar zu sagen, ist und bleibt volatil, unruhig und vor allen Dingen von Unsicherheiten geprägt. Ja, Mick, was wir hier noch ergänzen, nachlagern muss, ist natürlich, wenn das so weitergeht, dann müssen wir wahrscheinlich noch eine Rückrufaktion für unsere verlosten Grills irgendwie starten, weil ich meine, die brauchen Gas. Ja, und wenn wir keins mehr haben, ja, dann ohne Gas, mit einem kalten Rost, sieht es auch schlecht aus. Da kann ich einwerfen, dass die Grills LNG brauchen und das kriegen wir ja geliefert. Aber also mit Erdgas einen Grill zu betreiben, dann müssen sie immer eine Gasleitung laden. Das dauert doch noch 5 Jahre. Verlegen. Aber das dauert doch noch 5 Jahre, bis wir Flüssiggas dann bekommen mit den Terminals und so. Na? Ach, das kann man per Schiff kommen lassen. Also da sehe ich relativ entspannt. Okay. Das ist Propangas. Also da haben wir die Russen nichts geliefert in der Richtung. Okay. Ja, am heutigen Freitag gab es keine Quartalszahlen. Daher starten wir jetzt gleich mit den News zu den einzelnen Aktien- und Zuschauerfragen. Jürgen, diese Woche gab es eine Ad-Hoc-Mitteilung zu Formicon. Ja, die Formicon AG und die Atos KG führen Entwicklungsaktivitäten durch Übernahme von Biosimilar Assets in langfristiger strategischer Partnerschaft zusammen, so hieß es. Ja, die Aktie konnte daraufhin deutlich zulegen. Wie ist das Ganze zu werten und wie siehst du die Zukunft für Formicon? Ja, extrem spannender Deal. Ja, und da muss man 2-3 Mal hinschauen, um das ganze Konstrukt irgendwie zu kapieren. Also, wie gesagt, Formicon übernimmt die Biosimilar Aktivitäten von Atos, die sich wiederum über die Hintertür an Formicon beteiligen und damit größter Einzelaktionär werden. Und das auf einer Basis, einer Bewertung von Formicon von 83,41 Euro je Aktie. Und dahinter stecken die Strüngmann-Brüder. Ja? Und die Strüngmann-Brüder, die werden jetzt nicht jedem ein Begriff sein, aber die sind auch in 2008 clevererweise mit 180 Millionen Dollar in BioNTech eingestiegen und haben natürlich dann Jahre später ordentlich Kasse machen können. Und natürlich, im Biotech-Bereich ist es wie in vielen anderen Bereichen auch, da werden Strippen gezogen, da werden natürlich Kooperationen getätigt bei Unternehmen, die man sich gut kennt, die gut zueinander passen. Und das bringt natürlich auch Formicon in eine gute Ausgangsposition. Weitere Deals stehen Gerüchten zufolge vor dem Abschluss. Da könnte es also weitere positive News die nächste Zeit geben. Also von daher sehe ich da noch nicht das Ende der Fahnenstange gekommen. Und zur Erinnerung, Formicon hattest du auch mal bei dir im Zuckerdepot. So ist es. Das war aber letztes Jahr. Ne? Und da hat man vergeblich auf so eine Meldung gewartet. Ja. Genau. Manchmal kommt es halt dann doch etwas später. Ja. Ja, dann Jens, die Coco Frauenpower schrieb im Chat, was sagt ihr denn zu Brenntag? Ich lese immer wieder viele Insiderkäufe und habe vor ein paar Tagen erneut aufgestockt, finde selbst das Unternehmen mega spannend. Und daraufhin hast du ja geschrieben, Jens, deine Gedanken gleichen den meinen. Es gibt ein paar interessante News und da sollen wir doch am Freitag mal drüber reden. Dann schieß los.
Ja, sollen wir drüber reden. Ja, also sagen wir mal so, die Brenntag ist natürlich im Chemikalienbusiness tätig und hat deswegen auch natürlich mit dem Ukraine-Schock eins mit abbekommen. Aber nun ist man als Brenntag kein Hersteller, sondern ein Händler. Das muss man sich sozusagen A2B vorstellen. Also die BASF zum Beispiel hat nichts davon, wenn jeder Bäckermeister persönlich vorfährt, um sich seine Chemikalien zu holen. Die Brenntag ist also Großkunde bei den großen Chemikalienherstellern wie Dow und wie BASF und macht daraus dann kleinere Portionen, macht auch Mischungen und so weiter und liefert die dann an den Zwischenhandel aus quasi, also an die Industrie. Muss man sich also vorstellen, zum Beispiel ein Produkt, das jeder kennt, dürfte zum Beispiel AdBlue sein. Also AdBlue, das an der Tankstelle, an den kleinen Gebinden verkauft wird oder an den Tankstellen verkauft wird, da ist Brenntag zum Beispiel der weltweit größte Hersteller und Händler dafür. Oder zum Beispiel Bausilikon. Da gab es mal so einen Fall in Frankreich mit der PIP. Da hat Brenntag also jede Menge Bausilikon an einen Hersteller geliefert für kosmetische Produkte und der hat aus Brustimplantate gemacht, die dann später aufgingen und ja, das war nicht ganz so gut. Also als so ein Zwischenhändler muss man auch schauen, was führt mein Kunde im Schilde? Da hat also Brenntag damals gewaltig Strafe zahlen müssen und man ist also an großen Prozessen vorbeigeschrammt. Da hat man also ein bisschen Mitverantwortung als Zwischenhändler. In Summe ist Brenntag überall drin im täglichen Bedarf. Also Schokolade, Eis, Backwaren. Also wer denkt, dass im Brot tatsächlich nur Hefe und Mehl drin ist, der lebt auf einem schönen Planeten. Oder auch Bier, ja. Also haben die Mönche schon damals 1600 irgendwas gesagt oder wann war das? Hopfen, Malz und Brenntag, Gott erhalt's oder sowas. Also in allen Lebensmitteln, die wir uns jeden Tag auf den Teller packen, ist Brenntag mit dabei. Gemüse, auch frisches Gemüse, wird mit Brenntag-Chemikalien nachbearbeitet und haltbarer gemacht. Wir müssen uns also nicht darauf verlassen, dass also die Äpfel, die vom Baum kommen, so schön glänzen, weil der Baum sie so schön geschaffen hat und die Äpfel im Garten so grindig ausschauen, weil man was falsch macht, sondern das Obst, das man so im Laden kauft, ist chemisch behandelt. Und da ist Brenntag ganz toll dabei. Und der Umsatz bei Brenntag, der ist wieder am Steigen. Der war jetzt 3, 4 Jahre lang stagniert, der zieht jetzt wieder an. 14,4 Milliarden sind in Vorbereitung. Ein KGV von 14 ist bei einem Umsatz, der so schön steigt, eigentlich sehr günstig. Dividende 2,3%. Auch hier haben wir immer wieder ein schönes Wachstum drin, 10% pro Jahr ungefähr. 17.000 Mitarbeiter. Der Laden ist also nicht klein, sondern da ist man wirklich gut vernetzt in der europäischen Chemikalienindustrie und auch im Nordamerika-Geschäft gut dabei. Also ich finde, Brenntag ist ein Wert, den man durchaus zukaufen kann. Und der Kurs momentan, die Ukraine-Beule ist schon ein bisschen ausgewetzt und eben, weil es ohne Brenntag nicht funktionieren wird. Und wenn wir das vom Gas jetzt hinbekommen, endlich, und wir wieder Erdgas ganz vernünftig zukaufen können, ohne irgendwelche Rubel, Bitcoin und sonst was Geschäft machen zu können, dann sehe ich für die Brenntag nur grün. Also ich bin ein ganz großer Fan von Brenntag und Daumen hoch. Weißt du, Nicole, an dieser Stelle muss man ja mal eins erwähnen. Ich meine, dass du die Frage gerade von der Coco Power, Frauenpower dem Jens stellst. Die Coco kritisiert ja immer seine oberflächlichen Ausführungen. Ja. Der Jens geht ja nie so richtig in die Tiefe. Der bleibt ja wirklich immer nur oben, schwimmt er da rum. Und da kommen wir natürlich auch nicht weiter. Von daher ist es auch gut, dass wir jetzt für die Bild schreiben. Das sind wir besser aufgehoben, Mick. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also über Jens zu sagen, der ja wirklich immer äußerst tief recherchiert, äußerst gründlich mit seiner Thematik umgeht, verlässlicher Partner für uns ist, also muss man sich da auch nicht geben. Da sagt man dann immer, Nein, da muss man wirklich auch nein, konsequent da sein. muss man auch mal ehrlich sein. Also so machen wir das ja auch nicht mit. Ne? Mich trifft das hart, weil ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hatte in meinem Lebtag eigentlich nie Freunde gehabt. Ach Und ich habe so. vor einem Jahr euch kennengelernt und ihr seid jetzt sowas wie meine Familie geworden. Und also nach all dem, dass ich euch wieder aufgeben muss, ich weiß noch nicht, wie das weitergeht bei mir. Also Ja, vielleicht schon irgendwo auffangen, Jens. Mach ja, dir mal keine vielleicht Sorgen. finden wir auch bei dir, für dich Ja. bei der Bild irgendwo ein Kosmetik würde normales ich gerne machen Business. oder Schminktipps oder sowas. Oder bei Oder irgendwie Brigitte oder kochen. was. Ja. Weil Aktien hat mich nie interessiert, habe ich nur für euch gemacht. Okay. Okay. Dann machen wir weiter heute. Wir Ja. müssen ja vorwärts kommen. Ja. Ja, machen wir weiter. Die nächste Frage haben wir auch über Jens, sein
Instagram-Account gesammelt und die Frage ist von dem Bezirksverband Deutscher Kriminalbeamter. Ja, also zieht euch warm an, Leute. Und, das ist eine Fangfrage wahrscheinlich. Damen und Herren möchten etwas zu Silberaktien oder Silberminenaktien wissen, ob die denn lohnenswert gerade sind. Zum Beispiel eine Endeavour Silber aus Kanada. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich selbst habe hier nur eine First Majestic Silver. Mick, was meinst du zum Silberpreis? Ja, mein Endeavour Silver, mein ist da ein Mitspieler. Du hast die Majestic angesprochen. Die finde ich, um es grundsätzlich zu sagen, auch etwas sexier. Ich meine, die Zahlen von Endeavour sind gerade gekommen. Umsatz fürs abgelaufene Quartal 48,5 Millionen US-Dollar minus 20,1% im Vergleich zum Vorjahresviertel. Da hat man noch 60,7 Millionen in den Büchern gehabt. Also schon mal eher schwach in Sachen Umsatz. Naja, 165,3 Millionen US-Dollar. Ja, kleine Steigerung von 19,4% im Vergleich aufs Vorjahr. Naja, und die Analysten hatten wohl auch etwas mehr erwartet. Ja, wenn man mal drauf schaut, in den vergangenen 10 Jahren hat Endeavour Silver in etwa 6% pro Jahr verloren und somit hat eben Anlagerisiko mit einer Verlustratio von 6,8 ist somit also als relativ hoch einzuschätzen. Ja gut, jetzt muss ich auf der anderen Seite allerdings sagen, meine, die anderen Silberminen haben in den letzten Jahren tatsächlich besser performt als eine Endeavour, aber wir haben jetzt noch eine relativ junge Nachricht im Markt und das könnte wiederum interessant für Endeavour sein und zwar hat man jetzt mittlerweile eine Kooperation angekündigt mit der Max Resource Corporation. Ja, das Thema ist jetzt auch offiziell und da geht es um eine finanzielle Partnerschaft, die halt eben ganz klar darauf abzielt, einen aussichtsreichen Kupfer-Silber-Korridor im Nordosten Kolumbiens erheblich zu erweitern und natürlich dementsprechend dort halt eben die Rohstoffe rauszunehmen. Das ist also mal eine interessante Geschichte, muss man fairerweise sagen. Das könnte ein Win-Win durchaus bringen und vor allen Dingen, man geht mit relativ wenig Geld rein, 1,7 Millionen kanadische Dollar hat Endeavour Silver jetzt ausgegeben, um halt eben bei der Chance dabei zu sein, falls das Thema Max Resource hier den größten unerschlossenen Kupfer-Silbergebiet der Welt, wenn sich das Ganze bestätigen sollte, natürlich dabei zu sein und partizipieren. Aufgrund dieser Nachricht könnte ich natürlich da gerade, ich meine, die Aktie liegt bei 4,23 Euro, im Hoch mal bei 6,13 Euro. Also da ist die Spanne natürlich auch relativ klein. Aber wenn das natürlich was gibt, aber das muss ich aushalten, da muss ich abwarten, dann könnte natürlich die Endeavour Silver davon ganz klar profitieren. Also dieses neue Projekt mit der Max zusammen, das halte ich für aussichtsreich, das halte ich für spannend. Aber, da muss ich wirklich Zeit und Geduld mitbringen. Aber Nicole, wenn der Bund der Kriminalbeamten bei uns Aktientipps einholt, sollten wir schon einen Blick aufs heutige Datum werfen, ne? Ja, das ist absolut alles echt. Also Bezirksverband Deutscher Kriminalbeamter. Steht hier. Ja. Ja, mir ist aufgefallen, Jürgen, dass eine Green Energy Aktie, die ich auch in der vorletzten Sendung von Hot or Not besprochen habe, gerade so richtig durchzieht, nämlich Energiekontor. Ein neues Kursziel von Warburg Research heute Morgen 115 US-Dollar bzw. 95,30 Euro. Jetzt noch einsteigen? Also grundsätzlich, der Markt ist ja insgesamt oder bleibt ja auch spannend, ja. Wir sind ja nach wie vor, haben wir das Thema Klimawandel ja zu bekämpfen. Ja. Und gerade jetzt in Europa mit den ganzen Abhängigkeiten von Russland wird man massiv investieren in Alternativen. Und da kommt Energiekontor natürlich auch gerade recht. Und wenn man sich die Auftragsbücher anschaut, die sind prall gefüllt. Ja. Man hat jetzt Zahlen gemeldet fürs Geschäftsjahr. Und da stieg der Umsatz um 7% auf 156,5 Millionen Euro, operativer Gewinn 44% hoch auf knapp 45 Millionen Euro und da hatten Analysten gerade mal 38,3 Millionen auf dem Schirm. Also das hat man deutlich geschlagen und Auftragspipeline 8,5 Gigawatt, ja, so prall gefüllt wie nie zuvor im Vergleich zum Vorjahr um weitere 1,6 Gigawatt ausgebaut, ja. Der Anteil an Solarprojekten insgesamt wie geplant auf ein Viertel.
Der Ausblick, den hat man jetzt nochmal angehoben, ja. Zwar ist Energiekontor weder in Russland noch in der Ukraine geschäftlich aktiv, jedoch haben sich durch die militärische Auseinandersetzung die Rohstoffpreise stark erhöht, was Preisanhebungen der Hersteller von Anlagen, Modulen und Komponenten zur Folge hat. Gleichzeitig verschärfen sich bestehende Engpässe in den globalen Transport- und Lieferketten und führen zu längeren Lieferzeiten, was die geplante Inbetriebnahme einiger Projekte bis Jahresende 2022 erschwert. Aber die vielleicht wichtigste Nachricht ist eben, dass sich die Aussichten für den Bereich deutlich verbessert haben. Ne? Und da geht es halt darum, dass man hier wirklich nach vorne schaut. Und wie gesagt, Kursziele werden mittlerweile rumgereicht von bis zu 150 Euro für die Aktie. Und ich glaube, wie gesagt, eine schöne Aktie, die man in dem Sektor erneuerbare Energien irgendwo ergänzen kann. Ja. Jens, der Klaus G. aus Mexiko wünscht sich eine kleine Analyse von dir zu der Garmin-Aktie. Ist ja ein internationaler Marktführer für mobile Navigation, GPS-Satellitenkommunikation, Smartwatches und zielgruppenspezifische Multisportuhren. Ja, ein Freund von mir hat auch so eine richtig coole Sportuhr von denen. Was sagst du zu Garmin? Mensch, was sage ich zu Jürgen und Mick? Bis Mexiko geht unsere Reichweite. Und das wollt ihr einfach so aufgeben. Ich verstehe es nicht. Ja. Was sage ich zu Garmin? Ja, Garmin ist ganz toll. Also danke auch für diese tolle Aktie, die ich immer wieder in falschem Licht auch sehe bei den Leuten. Also ich, wie du sagst, Nicole, Armbanduhren, ole ole, gibt es ja auch von Apple und von allen möglichen anderen Navigationssystemen, die sind gar nicht mehr in Mode. Und Garmin ist eben so viel mehr. Also Garmin ist... aber wir erleben auch immer diesen Trend zum Militärischen momentan. Alle wollen was mit Rüstung machen. Garmin hat auch da seine Finger drin. Also die Navigationssysteme von Garmin steuern übrigens auch Flugzeuge, Jagdflugzeuge. Man hat als Kunden Eurocopter, man hat als Kunden aber auch zum Beispiel Raytheon, also Raketen, die durch eine Navigation gesteuert werden müssen. Die müssen ja auch irgendwo ankommen. Man will ja nicht, dass sie irgendwie sich verfliegen unterwegs. Kostet ja auch viel Geld, so eine Rakete. Huntington Ingalls zum Beispiel ist ein Kunde von Garmin. Also auch Navigation auf hoher See, Echolote, auch sowas macht Garmin, also Tiefseeerforschung, dass man nicht irgendwo auf dem Riff läuft oder sowas, auch da hat Garmin seine Geräte drin. Aber ganz klar im Bereich B2B, Luftfahrt, Automobil, Trucks, aber eben auch im Bereich B2C. Und da ist man eben über Uhren und so weiter schon hoch hinaus. Also natürlich Schwimmen mit Garmin-Uhren geht, also dass man auch da seine Routen aufzeichnet, seine Fitness trackt, Tauchen, auch Unterwassernavigation. Auch da ist Garmin mit 3D-Navigation sehr gut dabei. Und was ich persönlich interessant finde, ist der Bereich Jagen und dann auch wieder der Bereich Military. Also, dass Soldaten ein Navigationssystem dabei haben, um sich nicht zu verlaufen in der Gegend, wo sie sich meist nicht auskennen. Denn die wenigsten Soldaten werden bei sich in die Ecke eingesetzt, sondern man ist dann meist tief in der Wüste oder demnächst vielleicht irgendwo in der Tundra unterwegs. Und dort kennt man sich ja nicht so aus. Und dann sind diese taktischen Navigationssysteme sehr wichtig. Smartphone-Apps, auch hier ist Garmin mit dabei. Und dann Herzfrequenzmessung, Gesundheitsapplikation in der Uhr integriert. Also wenn der Jogger beim Joggen plötzlich sich unwohl fühlt und ins Gebüsch kippt, dann kann die Uhr Hilfe holen. Kann also wirklich aktiv sagen, ich habe hier einen Herzinfarkt vorliegen, könnte mal jemand die Schwester schicken. Ja? Auch das ist eine Anwendung, die Garmin aktuell schon macht. Ganz besonders spannend finde ich, man macht mit John Deere Experimente. Also der Traktor hat künftig ein kleines Garmin-Applikation dabei und kann sich dann auch selber lenken. Dann heißt es dann im Märzen, der Bauer das Navi einstellt oder sowas. Ja? Also das ist eine Anwendung, man muss die Felder bestellen, man will nicht nochmal drüber flügen und so weiter. Das ist eine ganz spannende Anwendung, die Garmin hier fährt. Also deswegen für diese Aktie sehe ich sehr rosig. 19,7 KGV für eine Firma, die so eine steile Entwicklung hinlegt. Schaut euch mal diesen Kurs an. Der Kurs ist wie ein schönes Dreieck, wie eine Rampe, die nach oben fährt. Auf keinen Fall zu teuer. 2,45% Dividende bei 18.000 Mitarbeitern, 5 Milliarden Umsatz für ein Startup. Hat immer noch Startup-Charakter. Ein toller Wert mit viel Potenzial. Also danke Klaus nach Mexiko für diese Aktie. Und ich persönlich, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich noch in der nächsten Woche zukaufen. Ja. Gute Sache.
Ja, Jens, und die nächste Frage, die kommt ja von der heißesten Instagrammerin, die wir in unserer Börsen-Community haben, Victoria Terenzi. Also da bitte mal alle draufschauen. Hey, hoppala. Ja, Mick, du auch. Also ja? Sie kennt sich wirklich super gut mit Aktien aus und hat da wieder ein Ding ausgegraben. Nämlich sie fragt, ob wir etwas zu der Lynas Rare Earth sagen können. Ist ein australisches Bergbauunternehmen mit dem Fokus auf seltene Erden. Und der Chart, also der hat sich richtig gut entwickelt. Mick, was sagst du? Ja, kommen also eigentlich aus Malaysia, muss man sagen. Lynas Rare Earths, also die beschäftigen sich natürlich mit seltenen Erdenmineralien in Australien und Malaysia. Da hast du vollkommen recht. Und der Erschließung natürlich gerade von solchen Quellen oder seltenen Erdenlagerstätten. Ja, die Aktie sieht momentan sehr freundlich aus, muss ich sagen. Liegt heute auch mit 1,4% im Plus bei 7,30 €. Hat ein wirklich sehr, sehr schönes Chartbild aktuell. Also da bin ich vollkommen bei dir. Hat einen schönen Aufwärtsmove auch gemacht. Und wenn man uns mal den Branchenvergleich so ein bisschen anschaut, naja, da hat Lynas in den vergangenen 12 Monaten eine gute Performance von etwa 60,03% gemacht und ähnliche vergleichbare Unternehmen aus dem Bereich Metalle und Bergbau liegen hier im Durchschnitt nur bei 35%. Also da hat man eine schöne Outperformance gefahren, muss man ganz klar sagen. Und der Materialiensektor hat eine mittlere Rendite von 35%. Also auch das hört sich wirklich gut an. Man liegt also wirklich über dem Durchschnitt. Und gerade jetzt, wo halt eben die Nachfrage infolge der Knappheit gerade bei Rohstoffen und auch bei den seltenen Erden natürlich massiv nach oben geht, weil die Preise natürlich richtig gut steigen, ist natürlich die Lynas durchaus interessant. Hat in etwa ein KGV von 20, aber ich denke, damit ist sie auch relativ fair bewertet. Und da könnte dieses Jahr tatsächlich noch ein bisschen was gehen, weil wir sehen ja, Rohstoffe sind ja immer mehr nachgefragt. Wir schauen in die Ukraine, wir schauen nach Russland, was können wir da noch kriegen oder halt eben in Zukunft nicht mehr kriegen. Und dementsprechend müssen wir halt eben dann nach Australien und Malaysia schauen. Und das ist natürlich letztlich eine gute Idee. Und von diesem Trend wird die Lynas sicherlich profitieren. Wir sehen da momentan starke Käufer, starke Hände in der Aktie drin. Also von daher, wenn ich das Ding habe, laufen lassen. Und ansonsten, wie gesagt, Aktie um die 7 €, ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Wenn ich auf das Thema seltene Erden und Rohstoffe setze, kann ich mir so eine Lynas natürlich durchaus ins Portfolio holen. Also wenn ich bei mir heute nach seltenen Erden graben möchte, müsste ich mich erstmal durch eine Schneedecke graben. Unfassbar. Das sieht gut aus bei dir, bei mir aber auch. Ja, das ist keine Aufzeichnung vom Januar. Ja, also Wahnsinn. Ja. Ja, der Thorsten Hofmann fragt dich, Jürgen, was du von Westwing hältst. Meinst du, die Aktie kommt nochmal zurück? Der Chart sieht ja nicht so gut aus. Und die Coco Frauenpower sagt darauf hin, dass die Zahlen gestern von Westwing einen verheerenden Ausblick gegeben haben. Was meinst du? Also die Zahlen an sich waren gar nicht mal so schlecht. Der Ausblick war halt verhalten. Grundsätzlich finde ich das Unternehmen nicht unspannend, ja, und natürlich in so ein fallendes Messer reingreifen, das ist immer so ein Ding, heute geht es aber auch schon wieder 7% nach oben, muss man sagen, weil natürlich vielleicht auch die Relation, ich meine, Börsenwert 240, 250 Millionen Euro für immerhin doppelt so viel Umsatz in 21 und immerhin 21, da ist der Umsatz um 21% gestiegen und auch das EBITDA ging auf 40 Millionen Euro hoch. Ja, also das war auch nicht so verkehrt. Aber halt im Ausblick, da hat man halt zurückgerudert. Und das hat halt dem Markt nicht geschmeckt, weil halt Westwing sagt, okay, die Verbraucherstimmung aktuell hat natürlich einen Dämpfer gekriegt. Und natürlich ist das vielleicht auch eine erste Reaktion auf den Krieg in der Ukraine, wo viele da auch vielleicht sagen, oh, ich warte erst mal ab, bevor ich mir irgendwie ein neues Sofa kaufe. Mal schauen, wie es weitergeht. Und deswegen hat man da ein bisschen zurückgerudert und prognostiziert jetzt halt einen Umsatz in der Spanne 460 bis 540 Millionen Euro. Und das hieße unter Umständen auch einen rückläufigen Umsatz, ja. Also, und das hat natürlich dem Markt nicht gefallen, auch wenn Westwing sagt, okay, ab der zweiten Jahreshälfte, weil man da wahrscheinlich auch spekuliert, dass es dann in Sachen Ukraine irgendwie Beruhigung gibt,
wird man wieder da Gas geben. Also ich persönlich finde die Aktie spannend, weil ich finde auch, wie gesagt, wer da mal schaut auf der Seite von Westwing, ich finde das ein attraktives Angebot, was da ist. Und ich bin ja ein großer Fan von Online-Handel. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch hierzulande durchaus noch Potenzial für Unternehmen. Und da finde ich noch Westwing einen der schickesten Vertreter. Mhm. Und vor allem von daher würde ich hier vielleicht mal so eine Zehenspitze in den Markt stellen. Ja, haben auf jeden Fall sehr schöne Sachen auf der Homepage. Absolut, ja. Und das am Ende des Tages macht es das aus, ja. Mhm. Und ich meine, diese verrückten Zeiten aktuell, die werden auch mal vorbeigehen. Wir werden das ja demnächst auch in der Bild regelmäßig begleiten. Mhm. Ja, also ich bleibe da zuversichtlich. Ja. Der Nick Sebastian fragt, was haltet ihr von Huhtamäki? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Verpackungshersteller mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Und Jens, du hast geantwortet, das wäre doch mal ein spannender Titel für Freitag. Also schieß los. Huhtamäki, das sind Finnen. Huhtamäki. Ja, da sehe ich schon eine Sauna und da sehe ich schon, wie der Mann mit dem langen Bart mich reinbittet und sagt, letztlich, jetzt wird verhandelt hier. Ja, Huhtamäki ist tatsächlich ein Lieferant von mir, deswegen kenne ich Huhtamäki ganz gut und war auch schon in Finnland bei den Jungs. Und wie jede finnische Firma haben die eine eigene Sauna und das geht natürlich dann abends noch zu einem Schnaps in die Sauna. Sehr lustige Sache. Aber was macht Huhtamäki? Wir alle kennen ja diese ohne Läden, unverpackt Läden, die sich jetzt überall breit machen. Dort kann man also zum Beispiel Nudeln für einen dreifachen Preis kaufen, dafür ohne Tüte in eigener Tupperware abfüllen lassen. Und das macht Huhtamäki genau nicht. Die machen genau das Gegenteil davon. Also alles das, was mit Folienverpackungen, mit Blisterverpackungen, aber auch mit Kartonverpackungen, Umverpackungen zu tun hat, das macht Huhtamäki. Übrigens auch diese wunderschönen Kaffee-to-go-Becher, über die sich die Innenstädte so freuen. Also Huhtamäki ist sozusagen der Albtraum von Svenja Schulze, die ja Verpackungen komplett verteufelt hat und abschaffen wollte. Genau das macht Huhtamäki eben unter anderem für die Food-Industrie, aber auch eben für die pharmazeutische Industrie. Und da komme ich eben ins Spiel. Denn alles, was man sich, was man pharmazeutisch herstellt, muss hinterher gut verpackt werden, dass es keimfrei bleibt. Und da werden wir auch in Zukunft, Frau Schulze, noch Verpackungen brauchen. Denn ich habe keine Lust irgendwie, dass meine Krebsmedizin irgendwie in Schurwolle eingepackt kommt oder in Ziegenpelz oder sowas. Also da brauchen wir einen eindeutigen Hygienestandard und den wird man nur mit Kunststoffverpackungen, die evakuiert werden müssen. Auch das noch. Auch das kann Huhtamäki. Nur so können wir sowas transportieren. Ob man jetzt jede Praline einzeln einwickelt und dann nochmal in Plastikblister und dann nochmal in so und dann nochmal Kunststoff, das ist jetzt vielleicht Geschmackssache. Und da ist Huhtamäki auch schon ein bisschen am Wandeln. Also man versucht so Stück für Stück seine Verpackungen recycelbarer zu bekommen. Haben wir das Problem, wir kennen es vom Kino, wenn man im Kino sitzt und diesen neuen Strohhalm da bekommt, der sich dann in der Cola auflöst und irgendwann hat man so eine Kartonsuppe vor sich stehen. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Und gerade wenn Verpackung lange halten soll, da braucht man eben eine Kunststoffbeschichtung und dann sind wir im Bereich Tetrapack. Da sind wir in dem Bereich, den man eben nicht recycelbar kriegt oder nicht ohne weiteres recycelbar kriegt. Da ist dann die Zementindustrie ganz wichtig, wo man das Zeug dann sozusagen in den Drehrohrofen werfen kann und es da quasi thermisch recycelt. Aber das führt uns jetzt zu weit weg. Ja, Huhtamäki ist eine finnische Firma und hatte deswegen auch die typisch finnischen Probleme. Man hat einen Überhang an Mitarbeitern. 3,6 Milliarden Umsatz für 20.000 Mitarbeiter, das ist schon Luxus, ja. Man ist auch eigentlich nicht am Wachsen. Also die Firma entwickelt sich streng monoton seitwärts und das seit vielen Jahren. Geht mal rauf, mal runter. Also man hat an Schönheit vielleicht ein KGV von 13 zu bieten und eine Dividendenrendite von etwa 3,3%, aber in den letzten Jahren hat sich das eher ein bisschen eingefahren. Also es ist vielleicht eine Möglichkeit, sein Geld zu parken, man sollte aber auch hier als Dividendeninvestor betrachten, finnische Firma, finnische Quellensteuer, zusätzlicher Aufwand. Wer keinen Steuerberater hat, der muss sich das mühsam von Hand holen. Ich habe deswegen keine finnischen Aktien und bin auch bei Huhtamäki nicht mit an Bord. Ich würde mal sagen, ein Titel zum Beobachten, ein Titel, der seitwärts läuft, vielleicht bei 25 Euro mal, wenn man es ja haben will, einen Fuß reinsetzen und dann bei 45, das ist so der Range, in dem die Aktie ein bisschen pendelt, zwischen 25 und 45 geht sie in den Jahren immer rauf und runter, aber jetzt kein Wert, der sich für mich aufdrängt. Nichtsdestotrotz,
ein spannender Partner, ein Technologiepartner. Und wenn die eines Tages ihre Verpackung auf nachhaltig getrimmt haben, dann hat das Ding auch Zukunft. Denn wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Wir sind ja wirklich jetzt so weit, dass wir unsere Lebensmittel verpacken können. Das hat ja hygienisch auch einen Hintergrund. Und ob man die Tupperware im ohne Laden befüllt und dann zu Hause ausspült oder eine Verpackung nimmt, die quasi fertig herkommt, ist vom Impact her gar nicht so ein großer Unterschied. Wenn man sieht, mit welchen Autos die Frauen für ihre Unverpacktläden vorfahren, da sehe ich dann die Verpackung schon dreimal wieder eingepreist. Aber das wird jetzt wieder schön Shitstorm sorgen. Also streich den letzten Satz bitte. Aber man sieht natürlich auch, wenn der Jens über finnische Aktien redet, da gefriert auch manchmal das Bild ein. Ja, also das wird schon vom Thema sein. Also finnische Aktien sind schwierig hier auf diesem Kanal irgendwie zu besprechen. Ja, also das muss daran gelesen werden. Internet liegen hier. Ja, Mick, der Florian K. fragt uns, was sagt ihr zu SAP? Ist doch bei 95 bis 100 Euro ein Kaufkurs. Daraufhin hat er anonym geantwortet, ich habe wegen der Management-Ebene Bauchschmerzen. Außerdem hinken sie im Cloud-Bereich mächtig hinterher. Ich halte schon ein paar Jahre eine kleine Position SAP und sehe keinen Grund zu verkaufen. Einen Kauf sehe ich aber auch nicht, habe stattdessen Tranchen bei Salesforce zugeschlagen und baue diese Position weiter aus. Und der 03-Supporter möchte ebenfalls unsere Einschätzung zu SAP und schreibt wiederum, die Aktie steht vor einem Kaufsignal. Also Mick, was sagst du zu SAP? Ja, zuerst mal müssen wir ja dann heute mal herzlichen Glückwunsch sagen zum Geburtstag. Denn genau heute, am 1. April 1972, und das ist kein April-Scherz, wurde die Systemanalyse-Programmentwicklung von Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Schirrer, Hans-Werner Hector und Klaus Wellenreuther gegründet. Genau vor 50 Jahren auf den Tag. Hat man was geschafft in Deutschland, muss man schon sagen. Ja? Mittlerweile hat man 100.000 Mitarbeiter weltweit. Der Kurs der Aktie heute punktgenau auf 100 Euro. Ja, also zum Geburtstag. Ja? Das Thema EDV hat man natürlich lange, lange betrieben, muss man sagen. Und man weiß natürlich auch, gerade Unternehmenssoftware, das haben wir gerade schon gehört, das ist ein Bein von SAP. Aber da muss man natürlich kämpfen mit einer Oracle, mit einer genannten Salesforce oder einer Workday. Das sind die anderen big großen Konkurrenten, die Wettbewerber, die mit dabei sind. Und wir wissen ja, dass SAP aktuell im Bereich Cloud eine harte Transformation durchsetzt, ja, dass man dieses Geschäft halt eben noch weiter forcieren kann. Aber man weiß auch bei SAP, deswegen die Frage nach dem Management, das ist vollkommen richtig, dass man sich nicht nur auf die Cloud-Pläne verlassen kann, sondern man muss weiterhin Innovationen in den Markt bringen, man muss weiter Wachstumsimpulse bringen und man muss natürlich auch schauen, wenn man selber nicht wächst, ob man eventuell die ein oder andere strategische Übernahme plant. Aktuell ist die Aktie ja, die hängt so ein bisschen durch. Wir haben relativ wenig Impulse drin. Jetzt müssen wir tatsächlich schauen, dass die Aktie über der 100-Euro-Marke hält. Das wäre ein starkes Signal für die Bullen. Wenn sie das nicht verteidigt, dann rutscht die mir auch relativ schnell mal wieder Richtung 90 Euro. Damit muss ich de facto rechnen. Bei 90 Euro wäre sie natürlich für mich tatsächlich ein Kauf, muss man ganz klar sagen. Ja, weil in der Zukunft, denke ich, wird SAP in diesem Riegen Cloud und Unternehmenssoftware nach wie vor noch eine große Rolle spielen. Und wie gesagt, jetzt müssen wir über die 100, 104 Euro in etwa den Widerstand halt eben brechen. Ja, dann haben wir nochmal einen bei 110 liegen, dann hätte die Aktie aber noch Platz und wir lagen ja im Hoch bei über 140. Also von daher, da muss ich Geduld haben. Das muss ich wirklich haben. Oder ich setze tatsächlich auf einer der anderen Unternehmen, wie halt eben auf eine Oracle, Salesforce oder Workday, wenn es mir darum geht. Oder wenn es ums Cloud-Geschäft geht, da wissen wir ja, da ist ja unsere Amazon mit einer der größten Anbieter. Aber da ist die Aktie natürlich auch teuer. Aber ich glaube mal, bin mal ein bisschen patriotistisch zu Deutschland, dass die SAP da tatsächlich den Faden kriegt. Wie gesagt, das Management muss man gucken, dass sie jetzt halt eben die Wende einleiten können. Unser Almfrosch schrieb im Chat, laut der Meinung der Analysten auf Market Screener hat die Compleo Charging Solution ein Potenzial von ca. 160% und spielt in der Infrastruktur der Ladeanbieter einer der ersten Geigen, wie es scheint. Wie findet ihr denn die Aktie so? Ebenso hot wie er, Jürgen?
Ich tue mir da schwer. Also erstens schon mal mit solchen Potenzialanalysen 160%, warum nicht 260%? Nach welchen Gesichtspunkten? Ja, also natürlich brauchen wir eine Ladeinfrastruktur und da spielt Compleo eine Rolle. Der Umsatz ging jetzt auch schön hoch, 73% auf 57,5 Millionen Euro. Allerdings, okay, man ist aber auch noch defizitär unterwegs und ja, Börsenwert 185 Millionen Euro. Und die große Frage ist, wohin geht da die Reise? Wie schwierig ist die Eintrittshürde für Konkurrenzprodukte? Also jeder holt sich seine Wallbox zu Hause. Ich weiß auch nicht, ob das so der Trend bei der Elektromobilität ist, irgendwo sich da irgendwo an Rasthöfe zu stellen und dann stundenlang, also nicht stundenlang, aber ewig lang aufzuladen. Natürlich gibt es einen gewissen Markt, aber ob der so hot ist, ja, dass der wirklich mir langfristig Fantasie liefert, das erschließt sich mir nicht. Vor allem, weil ich noch nicht weiß, ob es da nicht noch technologisch irgendwelche Änderungen, Veränderungen gibt. Also, wie gesagt, ich tue mir da extrem schwer damit. Wie gesagt, aktuell, sie hat ja ein bisschen die Kurve jetzt gekriegt wieder, ja. Vorher schwer gehypt und dann ging es erstmal in den Keller. Jetzt zieht sie allmählich wieder an. Man kann das sicherlich beimischen, ja. Für Fans von Friday for Future sicherlich irgendwie auch ein legitimes Investment. Also, ich finde, da gibt es spannendere Themen als Ladesäulen. Aber ich weiß nicht, Jens, vielleicht siehst du das anders. Es gibt vor allem viele, viele, viele Anbieter dort. Unter anderem auch Heidelberger Druckmaschinen zum Beispiel ist in dem Bereich tätig. Und es gibt noch so viele andere, die sich da breit machen. Also wer sich da am Ende durchsetzen wird, da würde ich jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen für. Es ist auch wenig sexy, das muss man dazu sagen. Also ja, ne? Also es ist auch nicht sexy, sich eine Dreiviertelstunde hinzustellen, zu warten, bis da irgendwie Saft wieder ins Auto kommt. Mick, das hast du ja früher, du bist ja Tesla gefahren, ja. Das war so. Du kannst da ja ein Lied von singen, ja. Alle anderen fuhren, Mick war am Laden. Genau, also nette Episode, vielleicht gerade jetzt in der Schlusssendung. Yeah. Ja, wir, große Veranstaltung in Konstanz. Ja, viele Leute da wollten natürlich auch den Mick treffen. Und der Mick hat so gedacht, gut, Konstanz, wie lange fahre ich da? Ja. Ungefähr so und so lang. Hat aber nicht einkalkuliert, dass er da zwei Pausen braucht zwischendurch, ja. Und da kam der, drei sogar, ja, und da kam der liebe Mick, als die Veranstaltung rum war. Ja. Anderthalb Stunden später. Genau. Ey. Und hat sich dann nur noch in die Bar zum After frustriert. Ja, ja, also ja. Gut, und von daher, wie gesagt, vielleicht, wenn da Compleo die richtigen Säulen schon geliefert hätte. Aber ich, wie gesagt, da bin ich raus. Ja. So, die allerletzte Frage für heute und generell geht an dich, Jens. Und zwar zur RTL. Da möchte nämlich mal der Ralle Capital deine Meinung wissen. Also für mich eher ein langweiliger Chart. Ich habe sie mir mal angeschaut, aber du findest die Aktie interessant. Also schieß los. Ich schaue so sehr nicht auf den Chart bei RTL. Es ist mein RTL und das kann ich mit Fug und Recht sagen. Ich habe da viele Aktien von. Also ich bin schon sehr freundlich eingestellt RTL gegenüber. Ich weiß aber, dass ich mit RTL auch die Meinung ein bisschen spalte. Denn wir haben hier eine sehr junge Community gehabt. Ne? Haben es ja gerade vorhin an Victoria gesehen. Also bei uns schauen vor allem junge, hübsche Damen zu. Die sehen natürlich ein anderes Fernsehen als ich jetzt sehe. Die schauen natürlich lieber Netflix und Streaming-Angebote. Und da heißt es sowas wie RTL, das ist doch durch, das macht kein Mensch mehr lineares Fernsehen. Und das ist aber, ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Also ich habe auch gerne mal den Fernseher an, wenn ich nebenbei was tue, Steuererklärung mache oder Goethes Faust lese oder keine Ahnung, koche oder mich schminke sozusagen. Also da habe ich auch mal RTL an. Weil man das einfach anhaben kann, das läuft im Hintergrund und da laufen dann Sendungen, wo man nicht die volle Aufmerksamkeit braucht. Oder wenn ich Better Call Saul gucken will oder sowas, dann kann ich ja die Augen nicht vom Fernseher lassen, weil dem verstehe ich die Handlung nicht mehr. Und deswegen sowas wie Netflix, ganz klar, schaue ich natürlich auch sehr gerne. Und das ist das Programm, wo man wirklich dabei sein muss. Also ich habe auf Netflix eigentlich wenig Sendungen, wo ich sage, die schalte ich ein, lasse ich laufen.
Aber so ein Dschungelcamp oder Bauer sucht Frau oder sowas, da kann man bequem nebenbei noch sich ablenken. Das ist so Fernsehen, das im Hintergrund läuft, wenn man isst oder sonst was tut. Man soll ja beim Essen nicht Fernsehen, ich tue es trotzdem. Und dafür ist RTL der richtige Sender. Und wenn ich abends von der Arbeit heimkomme oder aus dem Homeoffice runterschlappe und den ganzen Tag mit Zahlen und Fakten zu tun hatte, dann bin ich froh, wenn da was läuft, was mich geistig ein bisschen abschwellen lässt. Und auch da ist mein RTL sehr gern genommen. Und es ist tatsächlich so, man hat bei RTL immer noch einen sehr hohen Marktanteil. Und ich glaube nicht, dass RTL irgendwie durch Netflix oder Amazon, Instant Video oder Disney Plus komplett abgelöst wird. Ich glaube, es wird immer einen Content Creator brauchen. Und genau das tut RTL. Fremantle ist die Tochter von RTL und die produzieren pro Jahr, und jetzt gut festhalten, 30.000 Stunden Content. Muss man sehen, ein Jahr hat also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, hat ein Jahr 8.760 Stunden. Und die produzieren viermal so viel Content, wie ich schauen kann, wenn ich Tag und Nacht 7 Tage die Woche im Fernsehen sitze. Also allein das zeigt, was RTL nämlich kann, nämlich Content machen. Man mag über den Content geteilter Meinung sein. Die einen nennen es blöden Kram, die anderen sagen Unterschichtenfernsehen. Aber es ist Content, der auch ausgestrahlt wird auf Netflix und auf Disney Plus. Auch diese Serien werden verkauft dorthin. Man muss nicht nur streamen, man muss den Content auch kreieren. Und da ist RTL eben auch sehr gut mit dabei. Die Serien von RTL kommen im Markt gut an. Und auch die Produktionen, die sonstigen Produktionen, GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, läuft seit 30 Jahren mit hohem Marktanteil. Das ist eine Gelddruckmaschine, denn die Produktionskosten für GZSZ sind gering und man kann dort wirklich sein Geld selber drucken. Berlin Tag und Nacht, da haben wir teilweise Produktionskosten von 5.000 Euro pro Sendung. Das ist nichts, das ist also Gelddruckmaschinen sind das, ja. Und wer mal gesehen hat, was Böhmermann aufgedeckt hat bei Schwiegertochter gesucht, also das ist reines Cash. Und davon hat RTL eben so viel zu bieten. Und deswegen ist die Dividende von 8,4% durchaus ein Grund für mich, die Kursentwicklung beim RTL zu ignorieren. Und ja, also wer so wie ich an diesen Content glaubt und sagt, dass RTL, Vox und was haben wir noch, RTL 2 und NTV weiterhin im Markt mitbestimmend sein werden, der kann da bedenkenlos einsteigen. Und wer sagt, dass Netflix oder Amazon da die Zukunft machen, kann auch das machen oder macht es wie ich und macht beides. Denn ich glaube, in beiden Welten wird die Zukunft zu Hause sein. Sowohl im Content, den man, wo man den Kopf abschalten kann, als auch in dem Content, der wirklich Hochqualität ist, bietet und wo man eben davor hängt, bis zur letzten Minute gefesselt vom Film ist. Also ja. Ich bin RTL bullish und lasse mich gerne auf gegenteilige Meinungen ein. Und ab Herbst kommt ja die neue Serie Jens sucht neue Freunde. Jens sucht neue Freunde, genau. Auf Super RTL. Ja, genau. Jetzt kommt gerade die Tränen ein bisschen wieder. Ja, Jens, also jetzt ne, nicht so sehr dramatisieren da jetzt. Wir werden das schon alles zusammen hinbringen. Da wird das schon werden. Aber das ist natürlich auch nicht einfach, muss man fairerweise Nein. sagen. Ja, also das ist für uns alle sehr, sehr schwer. Und fehlen einem auch so ein bisschen die Worte. Wir hängen ja an unseren Zuschauern, an unserer Community, an unserem Aktienclub, an all diejenigen, die freitags immer schauen und natürlich ihre Fragen stellen. Ich weiß noch gar nicht, was wir jetzt freitags machen. Ja. Ich hätte auch so gerne bei euch gegrillt am 13. Mai. Das ist jetzt auch nichts mehr, oder? Ja. Nee, also das wird wahrscheinlich auch. Die Chinchillas haben Corona und Schnee liegt hier. Was willst du da grillen? Ja. Also. Gas gibt es auch nicht zum Grillen, ne? Nee, fällt auch aus, ja. Nur gefrackt ist. Ja, also gut. Was bleibt da noch? Einfach Danke zu sagen, liebe Freunde. Ja. Wir werden uns sicherlich weiter irgendwie sehen. Ja, und uns natürlich sowieso irgendwo erhalten bleiben. Und da ist jeder Abschied ist schwer. Aber wie gesagt, Mick und ich machen ja schon mal weiter auf Bild. Das ist natürlich was anderes als jetzt RTL, ja, wo der Jens Freunde sucht. Aber morgen gibt es noch mal eine Aktion von uns. Also da könnt ihr letztmals noch mal ein Optionsscheinpaket natürlich erwerben und also wer da Spaß hat, letzte Chance, sollte das dann auch nutzen. Und also ich sage an dieser Stelle euch allen vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Reise, die wir bis heute hier gegangen haben. Aber wie gesagt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und wie gesagt, schöner als heute war es nie. Ja.
Das ist so. Schöner als heute war es nie. Und ich denke, wir haben die letzten zwei, drei Jahre auch einiges geschafft. Unsere Community ja brav aufgebaut. Deswegen ja auch 25.000 Festabonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Und das ist natürlich schon ein Pfund. Aber wir wachsen mit unseren Aufgaben. Und jetzt geht es halt eben ein Haus weiter. Tja, und von daher nochmal vielen Dank. Jens, vielleicht du auch noch ein kleines Schlusswort. Ja, ich möchte mit den Worten von Trude Herr wiedergeben. Niemals geht man so ganz. Sehr schön. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und Nicole, ja. Ich bin leider noch nicht so ganz untergekommen. Vielleicht haben ja die Zuschauer noch eine Idee für mich. Also, du könntest mit Victoria vielleicht eine Modelagentur gründen. So, das wäre vielleicht eine Idee, ja. Oder ich habe jetzt bei Heidi Klum, ich glaube, die braucht auch mal jemand, der da irgendwie sie ablöst. Ja. Das macht auch wenig Sinn mittlerweile. Also da fände ich dich eigentlich auch wirklich auch passend. Also da könntest du auch durchaus Input liefern. Und ich glaube, du wärst den Mädels auch ein besseres Vorbild, muss ich sagen. Also erstens würden die da nicht nur blödsinnig durch die Gegend laufen, sondern sich auch mal mit Aktien beschäftigen, also was Vernünftiges tun. Und zweitens auch ein bisschen mehr natürlicher bleiben. Ja, was. Und unsere Nicole kann ja auch streng sein, so wie wir sie kennen. Also die achtet da natürlich schon darauf, dass das bei den Mädels ordnungsgemäß ja und sittenstreng vonstatten geht. Also von daher wäre das schon eine tolle Besetzung. Aber wer weiß, wenn sie erstmal zu Machu Picchu jetzt hochläuft. Und, vielleicht komme ich auch von da dann nicht mehr zurück. Ja, und findet dort irgendwie einen alten Inka-Häuptling. Ja. Keine Ahnung. Genau. Also von daher, es war schön. Ich bedanke mich. Und euch da draußen ein schönes Wochenende. Wem es gefallen hat, der kann uns natürlich gerne noch ein Like, ein Abschluss-Like irgendwie dalassen und vielleicht auch noch ein paar Glückwünsche unter das Video in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch ein paar Dankesworte, das wird uns auch gefallen, weil, wie gesagt, wir haben auch viel Schelde einstecken müssen die letzten Wochen und Monate. Ja, und das tut uns auch weh teilweise, auch seelisch. Und das muss man auch wegstecken. Ja, also von daher würde mich freuen, wenn der ein oder andere da an uns denken wird. Und ich gehe jetzt dann erstmal mit dem Mika raus in den Schnee und grabe nach seltenen Erden. Also in diesem Sinne, euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Dankeschön.